Moin, liebe Leute! FreundInnen und WindzufächerInnen! Wir sind die Kopfkracher! Gescher und Fred Danko. Und das ist unser Podcast! Dritte Folge! Jedes Vorspiel hat ein Nachspiel. Also im musikalischen Sinne jetzt. Das ist schon der Titel? Das ist der Titel, genau. Gut. Gut, gut. Ja, wunderbar. Klingt gut. Dann gehen wir doch gleich zack in die Materie rein. Ich möchte mich für dein Lied bedanken, was du aufgenommen hast für die letzte Folge. Aha. Ich habe es aber nicht verstanden. Du hast es inhaltlich jetzt oder sind dir die Akkorde unklar? Sollst du es nachspielen? Der musikalische Aufbau ist mir klar. Mhm. Jedoch entzieht sich der Text meiner Kenntnis. Vielleicht möchtest du da noch selber was... Also es ist ja immer blöd, eigene Texte zu erklären, aber... Nee, ich glaube, da ist auch tatsächlich auf jeden Fall auch der Funke des Missverständnisses liegt schon im Text. Und zwar ist es so, dass in der ersten Strophe, da singe ich ja sowas von wegen die Welt und danach sage ich sie. Und das sie bezieht sich nicht auf die Welt. Und ich glaube, jetzt, da ich das aufgeklärt habe, wird dann der Rest des Textes auch klar. Ah, okay. Ja, das muss man aber wissen. Vielleicht hättest du das noch einbauen sollen vorher. Ich singe gleich ein Lied, Vorsicht. Mm-hmm, da kommt mm-hmm. einmal die Welt und sie, das bezieht sich nicht aufeinander. Genau, richtig, richtig. Also sie ist da einfach eine Person, also die Protagonistin praktisch von der ersten Strophe, genau. Und die hat nichts mit der Welt selbst zu tun. Ist halt ein bisschen missverständlich, das ist mir dann im Nachgang auch aufgefallen. In der zweiten Strophe wird es dann eindeutiger, weil es dann ja auch wieder die Welt ist. Und dann aber er, da kann man dieses Missverständnis nicht mehr hören. Aber in der ersten Strophe, da ist es auf jeden Fall naheliegend, dass da dieses Missverständnis erstmal entsteht. Also es muss man ein bisschen mitdenken und tut mir leid, dass ich dich da überfordert habe. Auch näher vor allem viele Worte gerade, die du gesprochen hast. Pass auf, wir machen es so, ich mach heute den Song und ich mache einen Song quasi Marke In Your Face. In My Face? Ja, In Your Face. Okay, so, also auch Zuhörerschaft ohne doppelten Boden und Hintertürchen und irgendwas, sondern einfach ein, ach ja klar, gut, der ist eingängig, der ist verständlich, der ist nicht verschrobelt oder irgendwie philosophisch angehaucht, sondern gib ihm. Also so Ballermann. Ja, naja, jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Ja. Mann. Ja, ich habe einen Kommentar bekommen. Mhm. Du hast mich ja jetzt freigeschaltet bei YouTube. Bei YouTube habe ich dich freigeschaltet. Und wir haben einen Kommentar gekriegt für unsere Folge, also Stand jetzt. Mhm. Vielleicht kommen in den letzten Tagen ja noch welche dazu. Aber den lese ich mal vor, wenn ich darf. Mal vor. Gut, der ist von JF. Wer könnte das sein? Julius Fäser. Julius Fäser. Ja, wahrscheinlich war er's. Und der hat ziemlich viel geschrieben. Ich lese mal vor. Ich habe diese Folge beim Abwaschen gehört und dafür war sie sehr gut geeignet. Das kann ich nur empfehlen. Mhm. Boah. Mir ist leider eine Schüssel runtergefallen und kaputt gegangen. Eine kleine, sehr ärgerlich. Sie hatte die perfekte Größe für so Kleinigkeiten. Kleine Schüssel für Kleinigkeiten. Und ich hatte auch nur die eine in genau dieser Größe. Und ich habe generell zu wenig Schüsseln. Das war also wirklich nicht gut. Das hatte aber nichts mit dem Podcast zu tun. Moment. Aber darf ich, wenn das jetzt alles so eine Nebengeschichte ist. Ist eine kleine Nebengeschichte. Ganz, ganz kurz einsteigen und sagen, bitte. Offensichtlich ist dieser Podcast doch nicht geeignet, um ihn beim Abwaschen zu hören. Habe ich auch gedacht. Mein zweiter Gedanke war, du hast nur eine Schüssel in der Größe. Ist ja blöd beim Ineinanderstapeln von Schüsseln. Also da ist wieder Platz verschenkt. Sag ich als Pragmatiker jetzt. Vielleicht sind ja die kleineren Schüsseln da drauf gestapelt und die größeren Schüsseln da drunter. Da muss er immer alle Schüsseln rausholen, wenn er die haben will. Mhm. Und guck mal, er, hast du gehört, könnte ja auch sie gewesen sein. Mhm. Abwaschen ist ja eher sie. Mhm. Okay, jetzt mache ich weiter. Besser, machen wir bitte weiter. Ja, hast du gemerkt, schon eine kleine Provokation hier, ne? Ja, also, das hatte aber nichts mit dem Podcast zu tun. Ich habe auch an zumindest einer Stelle wirklich sehr gelacht. Musst du schon mal? Ja, das stelle ich. Man lacht ja selten laut, wenn man allein ist. Das ist dann also schon ein Zeichen dafür, dass etwas sehr lustig war. Mhm. Das wiederum hatte mit dem Podcast zu tun. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz eingrätschen. Ja, bitte. Ich kenne mindestens eine Person, Punkt. Die ganz ohne äußeren Input aufs, zum Beispiel, jetzt nur mal so Fantasie, ne? Aufs Klo gehen kann und dann auf einmal loslacht. Und dann fragt man sich so, warum lacht denn diese Person jetzt?
Und dann stellt sich raus, wenn man diese Person darauf anspricht, ja, ich habe mir selbst einen Witz erzählt. Und der war so gut, dass ich da lachen musste. Es scheint, ist schon bei mir eine sehr sympathische Person. Also dir bekannt vorkommt, vielleicht sogar? Weiß ich nicht, wen meinst du denn? Dich. Also, du erzählst private Klogeschichten, pass auf, Freundchen. Entschuldige bitte, aber ja, genau. Also kennst so du das nicht, zum dass Thema, man mal so ein also wenn so es wirklich Gedanken witzig hat? Ist, dann muss ich ja auch richtig laut lachen und so weiter. Also Fredanko schafft das auf jeden Fall auch. Ja gut, ich muss auch zugeben, manchmal mache ich das auch, dass ich so dann denke, wow, das ist aber wirklich witzig, was sich da gerade in meinem Kopf abspielt. So. Also ja, das ist dann auch wirklich witzig. Also manche Leute schaffen das sogar ohne äußeren Input. Das ist verrückt. Nee, der äußere Input kam ja schon, der wird dann nochmal irgendwie neu verarbeitet vielleicht. Oder so. Ja, das wiederum hatte mit dem Podcast zu tun. Ich finde es schön, dass ihr die beiden Figuren so allmählich als Antagonisten aufbaut. Oh ja. Als Antagonisten. Da bin ich seit 40 Jahren dabei. Na gut. Fredanko, pass auf jetzt, als der Hau drauf. Ein bisschen frech, aber mit gutem Herzen. Hobbypsychologe. Gesha, als der Vergeistigte, ganz intellektuell, ein wenig Hippie. Bin gespannt, wann rauskommt, wer in Wirklichkeit der Böse ist. Das könnte ich jetzt schon auflösen, aber ich lasse es mal. Ja, da haben wir noch, da wäre der Spannungsbogen jetzt schon weg. Fredanko als der Haut drauf, bisschen frech, aber mit gutem Herzen. Das ist eigentlich nett beschrieben. Ich bin, ich kann mich da einfühlen. Bei Vergeistigter denke ich schon so, dass ich, das stimmt. Ich denke auch, das stimmt. Da würde ich schon direkt sagen, das stimmt. Da hätte man auch Gescher als der Vergeistigte, Punkt. Ja, stimmt. Einfach nur so völlig abgehoben in seinem Elfenbeinturm sitzt er da. Guckt auf Fredanko herab, der da unten gegen die Tür schlägt. Lass mich schon rein. In der ersten Folge gesagt, dass das auffallen wird, dass es so ist. Und genau, jetzt ist genau, schon in der das ist so ein bisschen, wie nennt man das so, Forecasting betrieben und hast dann irgendwie gesagt, so Folgendes wird euch hier in den nächsten 20 Folgen passieren. So genau habe ich es gesagt. So, aber lieber Gesha, kommen wir zum Thema. Es ist jetzt Anfang August und es ist quasi der Monat, der doch irgendwie so ein bisschen musikalisch ist, oder? Augustus, Kaiser Augustus, der hat doch kulturell viel für die Musik getan. Der hat Harfe gespielt, ne? War das Harfe? War das nicht so ein, Harfe gewesen. Harfe. Okay. Ich dachte, so eine Leier wäre das gewesen. Eine Leier, richtig, genau, eine Leier. Das war ja die alte Leier. Die alte, der hat doch immer so eine alte Leier. Okay, worauf willst du hinaus? Ich will hinaus. Was soll das Ganze mit dem August? So, nichts. Ich wollte einfach mal die Leute begrüßen. Einholen, ins Boot einsammeln hier, zack, zack, zack. Und jetzt gehen wir los zum Thema. Wir haben nämlich ganz kurz, bevor wir jetzt zu dem Thema kommen. Wir haben doch noch das alte Thema noch nicht abgehakt. Und zwar das Thema Telefonstreiche. Da hatte doch das Internet noch Fragen. Haben wir über das Telefonstreiche-Thema nicht sehr lange in der letzten Folge gesprochen? Das stimmt. Gut. Auf der anderen Seite. Was? Ja. Aber es ist noch nicht fertig. Seite. Wir sind noch nicht fertig. Nee, finde das okay. Sind moralische dann, Fragen. Dann lass doch mal das Internet fragen. Hau mal den, oder möchtest du noch was zu meinen Vorbildern wissen? Hast du noch mal eine MacGyver-Folge geguckt? Tatsächlich ja. Was? Vom alten MacGyver? Vom alten MacGyver. Nicht der neue. Der neue geht ja gar nicht. Ich lass uns vom alten reden. Du hast eine Folge geguckt? Alten MacGyver, es war eine zufällige Folge. Die waren irgendwo verschüttet. in einem Bergwerk. Ja. Weiß nicht, kennst du die Folge noch? Noch? Was weiß ich nicht. Also du hast ja... ich habe noch nicht alle gesehen. Ich heb mir die auf. Kürzlich alle gesehen, genau. Also ich habe einfach eine zufällige Folge geguckt und habe dann auch gedacht... Weißt du, aus welcher Staffel? Also, die sind in einem Bergwerk. Wie oft sind die in Bergwerken? In jeder Staffel würde ich ein bis zweimal schätzungsweise. Bergwerk ist... Wirklich? Nein, keine Ahnung. Bergwerk kommt... Die hatten halt ein Bergwerk um die Ecke, das haben die ja ganz oft als Setting benutzt. Ist oft was passiert. Ja, okay. Nee, also, ich hatte mir dann gedacht, also tatsächlich, ich sollte mir dann noch mal ein paar, vielleicht kann mir ja Fredanko mal seine DVDs leihen und dann gucke ich mir die noch mal so der Reihe nach an, so wie Fredanko das ja auch gemacht hat mit A-Team. Sehr gut.
dem A-Team, damit man da auch so einen Aufbau hat und so. Damit man reinkommt auch in die Figur. Damit man reinkommt, genau, richtig. Denn so, genau. Also das, ich will jetzt nicht sagen, wie ich es geguckt habe, aber da war die Qualität nicht so, dass ich gedacht habe, ich müsste jetzt mehr davon gucken. Ja. Genau. Und das, also es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen mehr gucken. Okay, dann also und mit positivem Ende. Genau, mit positivem Ende. Und wenn ich da mehr geguckt habe, wenn ich mir dann irgendwie überlegt habe, so das und das finde ich jetzt an dieser Figur komplett daneben, dann komme ich darauf nochmal zu sprechen. Das freut mich sehr. Also ich habe viele Folgen geguckt im Fitnessstudio. Und zwar, ja, pass auf, gab es da eine, es gibt ja so Laufbänder im Fitnessstudio und es gibt so Treppen. Laufbänder, also wo man quasi eine Treppe immer ewig nach oben geht. Aber ja, die besteht nur aus 4 Stufen, aber die baut sich immer wieder neu auf, ne? So eine Rolltreppe, die du Eine Rolltreppe, genau, Strich, die immer nach unten geht und du musst halt ständig nach oben laufen. Und da habe ich mir oben dann ein Tablet hingestellt und MacGyver-Folgen angeguckt. Und als zwar der ich Unerreichbare sozusagen. Also das ist ein bisschen so. Oh, du hast schon eine Emeta-Ebene. Du bist ein bisschen vergeistigt gerade, kann das sein? Sisyphos. Habe ich das Tablet oben hingestellt und dann, okay, da musst du jetzt ungefähr 42 Minuten lang Treppen hochlaufen. Mhm. Okay. So, und dann läuft die Folge und so ab Minute 20 habe ich sehr oft gedacht, da sind schon Längen dabei. So, ich kann ja jetzt nicht einfach aufhören, die Trainingseinheit beenden und was anderes anmachen. Man war dann auch so ein bisschen gezwungen in der Folge. Aber da habe ich gemerkt, da würde man heute nicht alles so direkt übernehmen und 1:1 kopieren. Ja. Das ist halt bei mir so, wenn ich Sport mache, dass ich dann in Elias Fitnessstudio mache ich das ja. Mhm. Ich weiß nicht, da kann ich ein bisschen Schleichwerbung, glaube ich, machen. Also es ist eines der besten Fitnessstudios, die ich auf jeden Fall kenne. Elias Fitnessstudio ist auch gar nicht so teuer, ne? Das ist relativ günstig. Die Handtücher sind relativ teuer. Okay. Und die haben jetzt ein zweites Fitnessstudio eröffnet, wenn man in der Region Hamburg wohnt, also nördlich von Hamburg. Da ist noch ein zweites jetzt eröffnet worden. Das ist nur so am Rande, sage ich mal. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, richtig. Wenn ich Fitness mache, so im Fitnessstudio und so weiter, dann läuft bei mir ja eigentlich immer Wrestling. Ja, auch Motivation als richtig, der Unerreichte. Ja. Und da braucht man sich auch nicht so drauf zu konzentrieren. Ich glaube, bei MacGyver, ich weiß nicht, wie das genau ist, aber da gibt's doch auch Szenen, die man gesehen haben sollte. Ja. Ach so, Moment mal, machst du so ein Podcast-Wrestling oder was? So ungefähr, also ich höre da eher zu und die Kommentatoren sagen ja auch immer, was da gerade passiert. Okay. Und bei MacGyver wäre das ja nicht so, dass da jetzt noch die Stimme aus dem Aufkommt, die dann sagt, so und jetzt hat er das und das gemacht und jetzt macht er das und das. Und wenn dann irgendwas total Krasses passiert ist, dann wird ja bei MacGyver das auch nicht nochmal wiederholt. Ja, das stimmt. So in Zeitlupe. Dann, also das sind manchmal so wird es in Zeitlupe abgespielt, wenn es zu krass ist. Ja. Ja. Gut. Übrigens kann ich sehr empfehlen, manche Filme zu gucken in der Fassung für Blinde, wo dann immer noch jemand aus dem Off dann sagt, der Kommissar fährt Auto. Er fährt schnell. Genau. Jetzt lächelt sie. Genau. Ah, dann muss man die Augen gar nicht mehr aufmachen. Das ist wirklich schön, wenn man Kopfschmerzen hat oder so, kann man das sehr gut hören. Ein bisschen als Hörspielersatz, ne? Genau, man ist aber voll im Bilde und weiß, was passiert. Okay, so, schön, dass wir das gemacht haben. Ich habe mich auch nochmal in Haben und Sein ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen oberflächlich schlau gemacht. Ne? Offensichtlich, ich hatte ja nur denn das heißt Zeit. Haben oder Sein, ja, okay. Mhm. Haben oder Sein, genau. Das fand ich das Schöne daran, dass es eben nicht und heißt, sondern oder. Jetzt habe ich schon meine eigene Pointe kaputt gemacht, dass man sich halt entscheiden muss. Und du hast dich ja entschieden für Sein, ich habe mich für Haben entschieden. Ach so, das ist jetzt auch schon mal so ein Zwist zwischen uns beiden. Genau, lassen wir doch JF das nochmal nachprüfen. Vielleicht wird er ja auch nur ein K. Ja, Jenny. Gruß aus der Vergangenheit. So, jetzt mal Telefonstreiche. Komm, raus. Ich spiel mal den Jingle ab. Jingle. Das Internet fragt. Oh, ich liebe diesen Jingle. Es ist immer so, zack, jemand eine Frage. Internet. Das Gut. Internet. Und zwar bei mir. Gut, hau mal rein. Fragte Adriana. Adriana. Vielleicht Telefonstreiche. Und jetzt? Hallihallo. Das ist schon eine gute Frage. Ja, ne, Telefonstreiche. Und jetzt? Gestern und vorgestern hatte ich einen Mädelsabend organisiert. Und wir haben Telefonstreiche gemacht.
Moment, so weit kennen wir das, ja. Ich muss ja erstmal stoppen. Mädels machen auch Telefonstreiche? Ja. Schade, dass nicht steht, wie alt sie ist. Das hätte mich jetzt nochmal interessiert. Okay, erzähl weiter. Spannend. Mädelsabend, jetzt schon? Sagt sie auf jeden Fall. Wir haben Mädels, vorgestern und gestern bei derselben Familie angerufen und eigentlich immer nur gesagt, hallo, hier ist so und so da, damit wir diejenige verarschen konnten. Kenne ich. Ne, dass man da erstmal die Eltern so dran hat und dann ja, ja, ich denke, Entschuldigung, aber wir wollten eigentlich so. Beim ersten Mal war die Tochter einfach nicht da. Beim zweiten Mal meinte sie, wie wir denn mit Nachnamen heißen würden und dann haben wir aufgelegt. Oh. Okay, so alt ist die nicht. Nee. Heute war eine Freundin wieder bei mir und wir haben dasselbe wieder gemacht. Ey, sage mal. Sie, also die Angerufene, meinte, nur langsam reicht's. Natürlich rufen wir jetzt da nie wieder an. Die ersten zwei Mal haben wir anonym angerufen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Kann ich jetzt wegen Stalking oder Körperverletzung angezeigt werden? Ich meine, es war doch auf anonym geschaltet. Wir haben niemanden beleidigt. Es kann doch nicht verboten sein, unter falschen Namen nach jemandem zu fragen. Ausrufezeichen. Schwierig. Naja, Moment, jetzt kommt doch das Alter. Ja? Aber ich bin schon 14. Ach. Klammer gut. Auf, strafbar, Klammer zu. Ja. Zum Entschuldigen bin ich echt zu feige. So, also erstmal, gut, das ist, finde ich, eine sehr gute Frage, die mehrere auch philosophische Fragen aufwirft. Mhm. Also wir haben sie ja, also schon Körperverletzung, unterwegs. Definitiv Körperverletzung, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, juristisch klar. Kommt drauf an, was sie gemacht haben. Also ja, Körperverletzung durch Telefon kenne ich nur mit Trillerpfeife. Ja, ich schon allein das Fragen, ob der da ist und dann nochmal anrufen. Am so. Tag danach. Ja, da hat man sich aber nicht richtig erholt. So, und dann, dann hat mich dieses Anonyme, weißt du, wir haben ja anonym angerufen. Mhm. Ja. Und wir waren dann ja auch nicht zu, also wir waren ja noch schlagfertig genug, wenn uns da jemand gefragt hat, Entschuldigung, wie heißen Sie, dass wir dann uns irgendwie Quatsch ausgedacht haben. Ja, das war, ja, wir waren aber auch nie auf einem Mädelsabend. Du warst schon mal auf... Okay, machen wir eine Podcast-Folge drüber. Jetzt hat sie ja anonym, das hat sie ja anonym gemacht. Ich stellte mir kurz analog dazu vor, Entschuldigung, haben Sie den Mann gestern Abend zusammengeschlagen? Ja, hab ich, aber ich hab nicht gesagt, wer ich bin. Ach so. Ja, dann... Gar nicht unter Klarnamen. Nee, wir haben... quasi random jemanden. Ach so, dann ist okay. Also ja. Das ist halt immer das Fatale bei diesen ganzen Terroristen, die ihre Personalausweise am Tatort hinterlassen. Ja. Ärgerlich. Wenn die wüssten, dass man anonym quasi einen Freibrief hat. Genau. Ja, also, sie macht sich viele, viele Sorgen. Sie ist ja jetzt mit 14 strafmündig, da kann einiges auf sie zurollen. Ja, denke ich auch. Und ich bin bei meiner Recherche tatsächlich auch oft auf diese Frage gestoßen. Es scheint eine sehr häufige Frage zu sein. Was kann mir jetzt passieren, nachdem ich Telefonstreiche gemacht habe? Und ich dachte immer, Leute, überlegt es doch, bevor ihr einen Telefonstreich macht, was da passieren könnte. Ja, nicht über den zweiten Schritt nachgedacht. Also, aber Entschuldigung, als ich angerufen hatte bei Enjoy und dort gesagt habe, ja, wir machen hier eine Party, habe ich auch nicht über den zweiten Schritt nachgedacht. Ja gut, aber warst du da 14 und hattest einen Mädelsabend? Nee, ich war schon älter, stimmt. Ja, nein, okay, ich kann das schon verstehen, dass man im Mädels, da ist ja mit 14, da geht auch schon mal die erste Flasche Blubberlutsch rum oder Brause und dass man dann ein bisschen, ne, angeprickelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Du verstehst mich. Na, aber auf jeden Fall, a little bit of the bubbly. Danke. Danke für das Übersetzen. Ja, also ich verstehe das, aber das würde ich noch nicht zweimal angerufen oder dreimal angerufen. Mhm. Das, was ich daran irgendwie merkwürdig finde, ist, dass sie ja scheinbar, also sie sagt, sie hat ein schlechtes Gewissen, aber dieses schlechte Gewissen, das veräußert sich ja nur darin, wie jetzt die Konsequenzen sein könnten. Also sie sagt ja nicht, da habe ich was falsch gemacht, sondern könnte ich jetzt dafür bestraft werden? Das ist so die große Frage. Ja. Sie sagt das ja heißt, dann auch moralischer noch, Kompass genau, ist nicht in Ordnung. Vor allem, da es kann doch nicht verboten sein, unter falschen Namen nach jemandem zu fragen. Das heißt also, damit rechtfertigt sie sich ja auch. Ich finde das so gut, diese Aussage. Das kann doch nicht verboten. In welchem Land leben wir eigentlich? Nichts darf man mehr.
So. Gut, sehr schön. Also eine schöne Frage. Wie heißt die, Ariana oder Adriana? Adriana. Ist das nicht auch ein Fluss, die Adria? Ja, und Adriana Celentano, wer kennt sie nicht? Siehst du, vielleicht ist sie das ja. Naja, die ist nicht 14. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir konnten ihr helfen. Du bist doch der Globetrotter von uns beiden. Heißt es dann nicht Adriana Celentana? Ob das die ist? Ja, also, egal. Okay. Komm zu deiner Frage, bitte. Ich wollte gerade sagen. Komm ich zu meiner Frage. Ich habe zwei. Ich mache die eine mal ganz kurz. Die geht so. Hat jemand eine Idee für Telefonstreiche? Okay, ich würde in YouTube gerne eine Reihe von Telefonstreichen machen, habe aber nicht so viele Ideen für Telefonstreiche. Habt ihr eine Idee? Das ist halt, ja, okay. Hier steht auch kein Name. Dass man das später bei YouTube veröffentlicht, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Also wenn das irgendwie was Öffentliches ist, irgendwie eine Telefongeschichte, die nichts Privates ist, also irgendwie ein Unternehmen oder sowas, dann kann ich das noch ein bisschen nachvollziehen, aber selbst da ist dieser Drops halt schon relativ gelutscht. Ja, also, verstehe ich sehr gut. Ich war ja auch schon mal auf der anderen Seite und habe dann irgendwie sozusagen mitgekriegt, wie es ist, dann auch verarscht zu werden. Und das war nicht lustig. Also für mich war... Pass auf, da kommen wir gleich noch zu. Okay. So, aber vielleicht erzählst du die Geschichte also, mal. Was ist passiert? Lustig meine ich damit, ich war im Callcenter. Ja. Für die Telekom. Ah, okay. Und da rief dann jemand an und das war tatsächlich, glaube ich, sogar was Größeres. Also im Sinne von irgendeine Fernsehshow, die da irgendwie im Callcenter angerufen hat und dann gesagt hat, können Sie mir die Telefonnummer von XY, das war irgendein Quatsch, so sagen. Mhm. Also es war für die 11833, also für diese Auskunft der Telekom. Und Moment, da hat wirklich jetzt die Fernsehshow angerufen und wollte einfach mal... Genau, genau. Und wollte da irgendwie Quatsch sozusagen, also irgendwie das Publikum zum Lachen bringen. Und im Hintergrund war eben auch das Publikum dann zum Teil zu hören tatsächlich. Mhm. Also, und ich fand ja die Fragen echt nicht witzig. Also ich glaube, ich wäre da ganz anders drauf eingegangen, wenn ich irgendwie gedacht habe, ey, das ist jetzt mein Humor. So, das finde ich richtig lustig oder sowas. Aber in dem Fall war das halt wirklich so, dass ich gedacht habe, Entschuldigung, aber das ist lame. Denkt euch doch irgendwie was Geileres aus, bevor ihr hier anruft. Von daher, das wäre jetzt so die Sache. Wen ruft er dort an? Und dann wirklich, weil dann sollte er auch wirklich überzeugt davon sein, dass das eine gute Frage ist, aus der sich dann auch was ergeben kann. Also einfach nur eine primitive Frage zu stellen, die vielleicht dann auch provoziert. Mhm. Das kennst du ja auch aus dem Impro-Theater. Das ist dann ein ganz, ganz billiger Lacher, der aber zu nichts führt, der nicht in die Tiefe geht. Mhm. Man sollte sich... Also so Profi-Tipp von uns von mir jetzt als Telefonstreich-Experte, der aber selbst keine Telefonstreiche durchführen kann, weil er sich ständig darüber selbst auch lachen muss, wenn er das macht. Amateur. Ja, ich weiß, auf dieser Ebene bin ich noch Amateur. Aber man sollte sich auf jeden Fall in die Situation hineinversetzen, den Charakter auch ausarbeiten und auch sich schon mal vorher überlegen, was passiert, wenn das Gespräch in eine bestimmte Richtung geht. Und da ein bisschen flexibel sein. Also nicht so sehr, das muss dann übrigens in die und die Richtung gehen und ich werde die angerufene Person dazu bringen, dass es genau diesen Pfad hier nimmt. Dann ist das nämlich auch nicht überraschend oder lustig für dich selbst, wenn du das machst. So, und das engt dich ein, engt dich zu sehr ein. Engt dich auch zu sehr ein, genau. Also für mich wäre... Ich weiß noch, als ich bei einer Freundin von dir, also einer Schulfreundin von dir angerufen habe. Damals im legendären Arbeitszimmer. Ja. Damals, ganz genau. Ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt auch und da war dann nur die Mutter dran. Und die Mutter wusste nicht so richtig, worauf das jetzt hinauslaufen sollte und die hatte nicht Deutsch als Muttersprache und hat mich... Ah, das ist die Umfrageunfall? Ganz genau. Und die hat dann statt Umfrage, hat sie Unfall verstanden. Ja, ja. Und dass ich dann da irgendwie gedacht habe, die hat Unfall verstanden. Jetzt muss ich aber irgendwie, mein ganzes Konzept geht nicht mehr auf. Aber ich fand das sehr schön. Ich kann dir mal kurz den Telefonstreich wiedergeben. Also du hast, sie hat gefragt, warum rufen Sie an? Ja, wegen einer Umfrage. Unfall? Welcher Unfall? Deine Antwort, der an der Egestorfer Straße. Sie, was? Welcher Unfall? Und dann hast du gesagt, ja, und das fand ich sehr schön von dir, sie ist aber nur Zeugin. Es ist ihr nichts passiert. Wir wollen nur die Aussage aufnehmen. Ja. Erstens hast du sehr schnell umgeschaltet vom Umfrageinstitut auf Polizei. Ja.
Und zweitens hast du, also du hast erkannt, dass die Mutter doch ein bisschen irgendwie aufgeregt war und den Druck rausgenommen, was ich sehr schön fand. Also zumindest ein bisschen. Ja. Im Rahmen deiner Fähigkeiten. Genau, Unmöglichkeiten, und, genau. Das ging dann noch gut aus, das Telefonat. Ich glaube, oder du hast vor Lachen aufgelegt. Da weiter weiß ich nicht, aber ja. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es dann weiterging. Ja, genau, haben wir beide gut verdrängt. Sehr schön. Aber das ist ja das Schöne, das Spannende, zu gucken, wie reagiert der andere. Genau. Was mich an dieser Frage stört, hat jemand eine Idee für Telefonstreiche, ist, hast du selber keine Idee, was möchtest du denn machen? Mhm. Also diese Einstellung, diese Attitüde zu haben, soll ich will jetzt einen Telefonstreich machen, was soll ich überhaupt sagen? Genau. So, ja, dann mach doch keinen Telefonstreich, wenn du keine Idee hast dazu. Genau. Es ist ja so, dass man eigentlich die Idee loswerden möchte sozusagen. Richtig. Und wenn du dir dann eine Idee so übers Internet sozusagen erzählen lässt, dann ist es definitiv nicht so, dass du dann da irgendwie improvisieren kannst oder dass du dann irgendwie sagst, jetzt kommt ja was ganz anderes, damit kann ich aber gar nicht so. Das ist das Vorgesetzte, was man dann hat, denn hier werden ja auch Antworten gegeben und eine Antwort ist, geh doch auf die und die Homepage. Und da bin ich jetzt mal draufgegangen, um das zu recherchieren in der Tätigkeit meiner Recherche, als Rechercheur. Und es gibt tatsächlich eine ganze eine Homepage, die sich nur damit befasst und die unter verschiedenen Kategorien, also ruf an wegen Toilettenpapier, ruf an wegen der Pizzabestellung, ruf an wegen handwerklich defekt. Und dann haben die ganz viele Sätze hochgeladen und du klickst drauf und der liest das vor. Und du musst jetzt quasi nur noch die Nummer eingeben, dann rufen die da an und du klickst auf die Sätze. Und ich dachte, was für eine Vereinfachung, und das nimmt ja alles raus, alles. Ja. Also ich will ja selbst den Anruf machen oder ich möchte zumindest dabei sein, wenn jemand den macht und nicht diese vorgekauten Sätze da machen. Also das fand ich schon fast erschreckend, wie heutzutage Telefonstreiche professionell offensichtlich auch gemacht werden können. Ich finde das mal ein bisschen weiter. Ich meine, dann hast du ja irgendwie vielleicht eine AI irgendwann, die dann einfach sich denkt, ja, offensichtlich eine der Sachen, die die Menschen immer machen, sind anrufen und dann irgendwie Quatsch erzählen. Das mache ich jetzt auch einfach mal, um menschlich zu sein. Und die ruft dann einfach an und dann hat ja niemand mehr was davon. Dann ist ja der unterhaltsame Faktor ja komplett durch. Was hast du gestern gemacht? Ja, ich habe rumgelegen und meine künstliche Intelligenz hat ein paar Telefonstreiche gemacht. Ich fand ihn nicht lustig. Muss lustig, ja, genau. Aber die künstliche Intelligenz hat gelacht. Ja. Ja. Okay, du hast noch eine zweite Frage, hast du gesagt? Ich habe noch eine zweite Frage. Ich schieb kurz ein, dass ich mich damals bei der Plattform www.werweißwas.de angemeldet habe. Mhm. Die Plattform gibt es seit 96. Mhm. Und wann habe ich mich da angemeldet? Vielleicht so 2000? So als 16-Jähriger. Und da muss man dann auch seine Fachgebiete angeben. Was kannst du? Wo kannst du jemandem helfen? Hast du da Telefonstreich angegeben? Mit 16 habe ich kurz mein Schülerzeugnis rausgeholt, geguckt, was kann ich. Dann habe ich es wieder weggelegt und gedacht, ich muss die Sache anders angehen. Und habe dann zwei Sachen angegeben. Einmal Mortal Kombat Computerspiel. Ja. Und da als Experte. Mhm. Und Telefonstreiche. Und da habe ich, glaube ich, Interessierter und Experte. Und ich habe Theorie einmal. Und Praxis. Ja, ja. Man muss beides verbinden. Erst dann wird man zum richtigen Meister. Und ich habe dann tatsächlich einmal eine Anfrage bekommen über diese Plattform zum Thema Telefonstreiche. Und ich kann sie jetzt nur aus dem Gedächtnis wiedergeben. Es war die Frage, wie macht man denn das ohne zu lachen? Ja. So, und ich habe dann dieser Person geantwortet, Übung macht den Meister. Was soll man denn sonst? Ja, wenn du immer lachen musst, einfach öfter machen. Mhm. Ja, fand ich aber schön, dass ich da auch Expertise geben konnte über Telefonstreiche, werweißwas.de. Mhm. Ja, jetzt kommt meine Frage von der anderen Seite. Von wem gestellt? Steht hier alles nicht. Unglaublich. Aber die Antwort war vor 4 Jahren, das heißt, es ist schon etwas länger her. Telefonstreich wie am besten kontern. Hi. Ich arbeite nun seit 3 Jahren in einem Hotel und bekomme fast jede Woche Scherzanrufe mit unterdrückter Nummer von irgendwelchen Kindern. Ja. Ja. Meistens erkennt man sie schon an der Stimme oder daran, dass sie sich immer mit Müller vorstellen oder schon am Anfang des Gesprächs dumm lachen. Meistens fragen sie dann, ob noch ein Zimmer frei ist. Bis dahin gebe ich natürlich immer
normal eine Antwort. Dann kündigen sie an, sie hätten noch ein paar Fragen. Meist sind diese, ob genug Klopapier im Zimmer haben, ob wir Stripperinnen zur Verfügung stellen, ob die Wände schalldicht sind oder ob es im Zimmer Kondome gibt. Mhm. Leider bin ich jemand, dem Konter zu spät einfallen und lege einfach auf. Da es aber immer dieselben zwei Leute sind, nervt es sehr und ich würde gern mal was Passendes sagen, sodass die nicht mehr anrufen. Habt ihr Ideen? Da habe ich jetzt schon einige Fragen. Ja. Also, da sind immer dieselben zwei Leute offensichtlich. Jedenfalls kriegt er das so mit. Okay, es sind immer dieselben zwei Kinder, die da bei ihm anrufen. Mhm. Und die sagen auch immer dasselbe. Ja, und er offensichtlich. Sagt, mir fällt da aber spontan einfach nichts ein. Da bin ich auch gestolpert. Da bin ich auch gestolpert, als ich das gelesen habe. Du hast doch Zeit. Ja, genau. Überleg dir doch dann einfach fürs Nächste. Also ich meine, du machst es ja jetzt hier auch, also du lässt denken, du fragst es ja einfach irgendwie, aber irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig. Klar, du hast auch bestimmt andere Sachen zu tun bei deinem Job, der ist bestimmt auch anstrengend und so. Aber, tja. Also das verstehe ich nicht. Und auf der anderen Seite hatte ich jetzt noch ein bisschen Kopfkino, wenn da wirklich jemand anruft, der heißt Müller und der hat eine ganz komische Lache. Und der fühlt sich einfach instant verarscht. Und der möchte aber wirklich ein Zimmer und der hat so ein Ding mit Klopapier. Und ich habe nur noch kurz eine Frage wegen der Kondome. So, jetzt reicht's! Was? Ich dachte, ich könnte hier diskret anrufen. Nein! Ja. Ja, also Müller. Das wäre schon ein bisschen, das würde, ja. Diese Konsequenzen, über die muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man offensichtlich wöchentlich oder täglich bei einem Hotel anruft. Ja. Also ich muss auch sagen, Telefonstreiche, sobald man Leute nervt, ist es halt nicht mehr cool. Wenn ich einmal im Hotel anrufe, könnte es witzig werden. Wenn ich dann immer wieder das gleiche Hotel, ich weiß nicht, da habe ich aber auch keinen Bock zu, immer die gleichen Leute zu nerven, weißt du? Und meiner Meinung nach ist es ja auch oft so, dass es dann in so eine Sackgasse geht. Also wenn es dann, irgendwann wird es ja dann tatsächlich verbindlich oder sowas. Mhm. Ne? Und dass man dann auch irgendwie sagt, ja, Entschuldigung, war ein Telefonstreich. Mhm. Naja. Kann man ja auch nochmal auflösen dann zum Schluss. Ja. Also ja. Ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt bei Pierre gewesen wäre. Ach, Pierre. Ich hatte ja gehofft, er meldet sich, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt er noch. Pierre, 45, aus Deutschland. Aus Deutschland, möglicherweise. Hoffen wir mal. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, bitte. Das eigentliche Thema, musikalische Ich fange mal an, es ist ja August. Augusta? Okay. August, genau, der Monat der Musik, ne, so sagt man genau, ja. Genau, danke. Sehe ich auch so, sehe ich genau komplett wie du. Bis jetzt wusste ich das nicht. Du wusstest nicht, welchen Monat wir haben? Nein, ich wusste nicht, dass das der Monat der Musik ist. Ach so, doch, klar. Liebe und Musik. Liebe und Musik, alles klar. Und in diesem Monat, August, haben wir uns natürlich gefragt, welche sind unsere musikalischen Vorbilder? Und da sagt jetzt Franco. Soll ich anfangen direkt? Ja, bitte. Da ist mich jetzt überfordert damit. Musikalisch, also wir wollten direkt anschließen an die zweite Folge mit Vorbilder und jetzt musikalische Vorbilder. Ich habe überlegt, welche sind meine musikalischen Vorbilder und ich bin ehrlich gesagt erstmal nur auf eins gekommen. Ach was, aber immerhin. Also hast du mehrere? Tatsächlich habe ich gar keins, aber da kommen wir gleich dann zu. Oh, da kommen wir gleich zu. Ja, dann werde ich dir mal meins sagen. Und zwar, musikalische Vorbilder, es ist keiner aus Hollywood. Überraschend. Ich hätte jetzt mit Will Smith gerechnet oder so. Stimmt, aber, stimmt. Naja, nee, es ist ein deutscher Künstler und zwar Rio Reiser. Ah, ja, okay. Mhm. Obwohl er ja später dann auch ziemlich schwülstige Schlagermusik gemacht hat. Ja, lassen wir ihn. Sehr weit rausgelehnt. Lassen wir ihn erstmal, hätte ich jetzt gesagt. Und zwar, weil ich sein Leben einfach faszinierend finde und viele Gemeinsamkeiten entdecke und mir vielleicht deshalb seine Musik sehr, sehr nahe geht. So, die ist ja vor allem die ersten Platten mit Tonsteine, Scherben, ist die Musik ja sehr rau. Darf ich rau sagen? Ich denke, du darfst rau sagen. Das ist ja, also jetzt nicht Johannes rau, sondern rau. Über 16 sind, die können mit dem Begriff Rau auf jeden Fall was anfangen, ja. Das ist schön. Rau, wie würdest du es denn sagen für die unter 16-Jährigen? Da würde ich sagen, das ist keine Musik für euch. Keine Ahnung. Die hat so ein Fachwort, Rau, die ist keine für euch. Da kam eine Schülerin aus der dritten Klasse zu mir neulich und fragte, was meine musikalischen Vorbilder sind. Hat sie wirklich gefragt. Also welchen Sänger findest du toll, hat sie gefragt natürlich. Und dann habe ich gesagt, ja, Rio Reiser,
Der ist aber schon gestorben, meint sie. Und bei den Frauen, dann habe ich ihr die Sängerin von den Cranberries gesagt und habe gesagt, die ist aber auch schon gestorben. Und dann guckt sie mir an, hast du auch Vorbilder, die noch leben? So, Mist. Mark Celine Foster, Dion. Danke fürs Gespräch. Ja, genau. Und Rio Reiser ist einfach, es ist mir einfach, das ist eben der musikalisch mit mir sehr übereinstimmt, also musikalisch das macht, was ich schön finde. Und der aber auch von den Lebenseinstellungen her, soweit man das jetzt so mitbekommt, ich meine, ne, weiß jetzt auch nicht alles über ihn, da auch ich einfach viel rauslesen kann. Also einfach ein Mensch, der mir von der Art her sympathisch ist und zugänglich ist. So, deswegen habe ich den genommen. Jetzt hast du gesagt, der hat später aber ganz schöne, verschrubbelte Sachen geschrieben. Auch. Das würde ich ihm jetzt aber nicht ankreiden, dass er sich da verändert und variiert. Manche Lieder passen. Die Frage ist, warum er das gemacht hat. Also ist das jetzt irgendwie seine Überzeugung gewesen zu dem Zeitpunkt oder hat er das gemacht wegen des Geldes? Und das dann wäre ein ewiger Schatten sein. Denn das wäre ja so eine 180-Grad-Wanderung, vielleicht ja auch nicht, weiß ich nicht, denn er hat ja über Tonsteine, Scherben und so weiter die Platten, soweit ich das weiß, ich bin jetzt nicht ganz so firm in der Biografie vielleicht wie du, aber die Platten hat er ja einfach so pressen lassen. Das war ja ziemlich viel Geld, das dann auch da in die Platten reingegangen ist. Und diese Platten wurden ja damals nicht verkauft, sondern die wurden ja verschenkt. Genau, da haben die ja ziemlich viel Schulden mit angehäuft. Genau. Und mit seinen Platten, die er dann solo gemacht hat, konnte er den Schuldenberg dann abtragen. War schon sehr, sehr kapitalistisch dann auch. Also, ja, findest du ehrlich? Ja, Künstler vorwerfen, dass er mit seiner Kunst Geld verdient? Nimm das mal aus Perspektive der Bank ein. Die Bank leiht ihm Geld zu vermutlich exorbitanten Zinsen, also aus heutiger Sicht so 15% oder sowas bestimmt, investiert also in Rio Reiser, die Bank. Und der bemüht sich, dieses Geld jetzt auch wieder zurückzuzahlen plus Zins. Die Bank verdient an Rio Reiser. Ja. Schon mal drüber nachgedacht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aus Gründen habe ich das nicht gemacht. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage an dich. Du hast gesagt, dass die Biografie von Rio Reiser dich manchmal an deine eigene erinnert. Habe ich das so gesagt? Ja, war ich nicht Hausbesetzer? Gäbe. War ich nicht Hausbesetzer? Ja, eben. Da habe ich mich gefragt, so, okay, welche Parallelen meinst du? Ja, auch also, jetzt Hausbesetzer, Hausbesitzer kommen, ein Buchstabe. Ach so, okay, alles klar. Gut. So. Nee, es ist nein, ähnlich. Die Parallele ist da. Okay, alles klar. Nein, in seinen. Weißt du, es gibt manchmal Songs, die hört man und die, da sagt man, das hätte ich komplett schreiben können. Das ist genau meins. Wie wenn du sagst, hier haben oder sein, das sind ja meine Gedanken, die hat ja schon jemand aufgeschrieben. Weißt du, jetzt will ich natürlich nicht sagen, ich habe auch genau die gleichen Gedanken wie Rio Reiser. Ich habe das auch alles schon gedacht. Sondern man hört es. Junimond, ich hätte Augustmond genommen, Entschuldigung. ja, wundere ich mich auch. Weiß denn nicht, dass der August, na egal. Das ist eben das, was mir so zugänglich macht. Warum geht es mir so dreckig, zum Beispiel, das Lied? Das habe ich manchmal gehört und dachte, ja, warum geht es mir eigentlich gerade so dreckig? So, fand ich exakt auch dieser Wortlaut. Genau das, was mich da. Also, es wären genau deine Wörter gewesen, die du auch verwendet hättest und deine Gedanken wären das so. Sag das doch. Du bist einfach auch so ein bisschen vergeistigt gerade. Kann das sein? Dann komme ich mal wieder zurück in deine Gefilde. Bitte. Er hat in einem Interview gesagt, es gibt ja ein paar Interviews, die den Zahn der Zeit überlebt haben, die man sich heute angucken kann online. Und da wurde er gefragt von einem Moderator, genau das, was du gesagt hast. Entschuldigung, früher haben sie ja sehr viele politische Songs gemacht, jetzt gar nicht mehr. Was ist da los? Und da hat er geantwortet, erstens mal nein, stimme das nicht. Denn auch wenn er Songs über Liebe macht, ist das ja trotzdem politisch. Liebe ist ja trotzdem politisch. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und gebe ihm aber recht. Und das Zweite ist, dass er gesagt hat, ihm fallen einfach gerade solche Songs nicht ein. Es liegt nicht daran, dass es jetzt ein anderes Image hätte. Wenn ihm solche Songs einfallen würden, würde er auch die schreiben. Und dann würde er die auch veröffentlichen. Das wäre ihm nicht zu blöd, aber ihm fallen die gerade einfach nicht ein. Also ist er einfach in einem anderen Lebensabschnitt. So könnte man es einfach vereinfacht sagen. Also die Geschichte, ist Liebe politisch oder nicht? Ja. Da wäre für mich jetzt erstmal so der erste Impuls zu sagen, Liebe ist erstmal ein Gefühl, erstmal eine Emotion. Und wie man das dann irgendwie in die Gesellschaft, also wie sich das veräußert, das ist dann, oder
Ja, doch. Ich weiß nicht, ob das nicht politisch möglich ist, aber das ist dann politisch. Oder also ich denke jetzt gerade, kann das politisch sein oder ist das definitiv politisch? Ich gute Frage. Aber okay, zum Beispiel nimm mal Romeo und Julia, da ist es ja sehr politisch. Ja, das ist ein krasser Spezialfall. Ich ein Sondergelagenheiter. Weißt du? Was? Schon. Nur weil da ein paar Leute sterben? Nee, die Grundvoraussetzungen sind schon sehr, ne, also so aufs Extrem getrieben. Ja gut, aber du verstehst, was ich damit meine. Oder hier Troja, da ging es doch auch nur um, naja. Das meine ich aber gerade nicht. Also ich meine jetzt wirklich so, wie man die Liebe auslebt. Und zwar als nicht... Du meinst als in der zwischenmenschlichen... Genau, also das Kommunikation? Heißt, dann wäre meine Frage jetzt, inwiefern seine Songs... jetzt nicht die zum Beispiel romantische Liebe bestätigen, sondern irgendwie in Frage stellen und vielleicht einen Kontrapunkt setzen. Wie sie das machen? Genau, inwiefern sie das machen? Naja, es gibt jetzt das eine Lied, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie es heißt, und da singt er, ich bin nicht über dir, ich bin nicht unter dir, ich bin neben dir. Genau, das wird. Komm, das schlaf bei mir, so, heißt es. Alles klar, in Ordnung. Genau, komm, und schlaf. Das, okay. Und das ist so, und dann wurde gesagt, das ist das einzige Lied auf der einen Platte, das nicht politisch ist. Und ich finde, ich bin nicht über dir, ich bin nicht unter dir, ich bin neben dir, finde ich wahnsinnig politisch. Ja, genau. Das wäre dann einfach zu sagen, okay, alles klar, hier ist keine Hierarchie. Mhm. Ja. Genau, also in solchen Sachen, da würde ich jetzt viel mehr Politik sehen als bei Romeo und Julia, respektive, keine Ahnung, wie das früher in der Monarchie war, so wer musste da wen heiraten oder sowas. Das ist natürlich auch politisch, aber das hat mit mir, meiner Meinung nach, ja gut, bei Romeo und Julia. Nehmen wir es als zwei Ebenen. Und das heißt also in seinen späteren Songs, in diesen, ich sage mal, eher emotionalen Songs. Ja. Wobei die alten anderen Sachen, die waren halt anders emotional. Ne? Also auch, ich meine, macht kaputt, was irgendwie euch kaputt macht und so weiter, ist ja nicht emotional. Das ist ja extrem emotional. Lassen wir es erstmal offen, dann kann auch jeder noch was reininterpretieren. Genau. Und was hältst du von neuer Ton aus alten Scherben? Hieß das so? Ja. Ist das die Band, die jetzt weiter? Ja, nee, genau. Die weiter die, Musik macht mit ihm, bloß also einen anderen Sänger hat? Genau. Was soll ich davon halten? Ja, weiß ich nicht. Ist das für dich jetzt so, dass du dann sagst, das ist legitim, die dürfen das machen, oder würdest du sagen, Sakrileg? Nö, das finde ich durchaus legitim. Also sind ja viele alte Bandkollegen noch dabei, ich glaube, der Gitarrist Lanru ist noch mit dabei. Also das ist, wenn die das machen wollen und das Erbe hochhalten, also die machen ja nichts kaputt dadurch. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Ja. Oder? Ne, sehe ich genauso. Ich bin da ganz entspannt. Ja, es gibt auch mal diese Touren, Jan Plefka singt das und so. Ich finde, dass gerade auch Jan Plefka geeignet ist, Rio Reiser-Lieder zu singen. Da habe ich gar nichts dagegen. Das ist aber jetzt auch mein persönlicher Geschmack. Ja, nee, ich schätze Jan Plefka ja auch. Also von daher, alles gar kein Ding. Also für mich ist es auch nicht so, dass ich da denke, jetzt das wäre ein unantastbares Erbe, was auf ewig irgendwie versiegelt sein muss und so, keine Ahnung. Finde ich auch sehr schade, wenn man dann sagt, oh, dann da gehen wir nicht mehr ran an die Songs. An die gehen wir nicht ran. Die Geschichte mit den Vorbildern, ich habe wirklich relativ lange darüber nachgedacht und da ist es so ähnlich wie mit den weiblichen Vorbildern, was ich gedacht habe, ich finde sehr viele MusikerInnen toll. Ich finde das extrem, also inspirierend auch zum Teil, was die machen. Aber so richtig Vorbild, das ist mir da nicht eingefallen. Also ich habe keine Person gehabt, bei der ich gedacht habe... Bist du jetzt fokussiert auf weibliche Vorbilder musikalisch? Nein. Also grundsätzlich, also bei musikalischen Vorbildern. Ist dir niemand eingefallen, bei dem du sagst, zack. Warum ist dir denn Rio Reiser nicht eingefallen? Fangen wir doch mal das Pferd von hinten an, aufzuzäumen. Vielleicht ist da die Connection nicht so groß. Er hat halt Popsongs gemacht, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie outstanding wäre, finde ich. Ja, das stimmt. Wobei er mit Tonsteine Scherben schon den einen oder anderen Pfeiler eingeschlagen hat. Ja, richtig. Es ist aber trotzdem so, dass ich denke, es sind schöne Popsongs. Es sind auch relativ, also für Popsongs sind sie auch relativ komplex. Für die Zeit auch. Für die Zeit, okay, alles gut. Ich find ihn auch super. So, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der ist nicht geil, aber... Aber es reicht nicht. Es ist es nicht reicht das, nicht aus, was ich eben als Vorbild sehe, genau. Und hättest du gerne noch so eine avantgardistische Grundhaltung dazu?
so ein bisschen. Ja, ich hatte auch relativ lange nachgedacht über die erste Hilfe, über die erste Hälfte vom Opus von Queen sozusagen, also bis Greatest Hits 1. Die waren da sehr zum Teil sehr avantgardistisch und ziemlich cool drauf. Und trotzdem fällt es mir schwer, da irgendjemanden als Vorbild zu titulieren. Also dann hatte ich irgendwie gedacht, ist es denn Freddie Mercury? Der hat aber auch ganz schön schräge Sachen dann irgendwie so gemacht. Und bei ihm empfinde ich es tatsächlich so, dass er sich dann irgendwie in der zweiten Hälfte sehr verkauft hat. Und bei dann dachte ich irgendwie, ja, Brian May, also der Gitarrist von Queen, der jetzt ja auch irgendwie Physikprofessor ist, Ehrenprofessur und so weiter, das ist ja alles cool und so, aber es fehlt da irgendwas. Also es ist halt so, dass ich denke, den könnte ich auch in die Klassik gehen und könnte dann gucken, okay, Dvorak finde ich super, ist das ein Vorbild? Also da, irgendwie empfinde ich da kein Vorbild. Also es gibt so bestimmte Situationen, es gibt bestimmte Stücke und Songs, die ich extrem cool finde. Und dass ich jetzt einen Song extrem cool finde, heißt jetzt nicht für mich, dass ich die Person, die dahinter steckt, oder die Personen manchmal auch, dass ich die jetzt als Vorbilder wahrnehme. Trennst du denn die Musik vom Künstler oder von der Künstlerin? Genau, darum ging es jetzt ja eigentlich, ne? Dass wir sagen, musikalische Vorbilder. Das heißt also, es geht hier um die Musik und es geht um die Künstlerin, den Künstler, der dahinter steckt. Und das kommt bei mir nicht zusammen. Also das heißt, ich möchte, dass es zusammenkommt. Also dass mein Anspruch wäre, dass das zusammenfällt, und es kommt bei mir nicht zusammen. Ja, das hörte ich nämlich raus. Genau, richtig. Also das ist kein bewusstes, ich möchte das trennen, sondern ich möchte eigentlich genau das Gegenteil, aber es gelingt mir nicht. Darf ich mal das Thema ein bisschen verändern und mal aus der Luft eine Frage greifen? Gibt es bei dir einen Künstler oder Künstlerin, die ein Album gemacht hat, musikalischer Natur, bei dem du sagst, bei diesem Album ist jeder Track gut? Okay, da auf jeden Fall. Also das auf da jeden Fall. Da fallen dir echt. Oh, ich musste lange überlegen. Doch, also das hieße dann ja nicht, dass ich sage, gibt es hier eine Künstlerin, einen Künstler, sondern gibt es Alben, die ich einfach richtig, richtig gut finde. Und da gibt es auf jeden Fall. Uneingeschränkt, genau. Also es gibt Alben, also so, je mehr Abers ich da reinpacke, desto mehr Alben gibt es natürlich auch. Ne? Tatsächlich Stereotyp und was weiß ich, fällt mir da zum Beispiel Dark Side of the Moon ein. Das ist ein unfassbar gutes Album, in einem durch und so weiter und so fort. Also das ist, da würde ich jetzt keinen einzigen Abstrich, da hat alles seinen Platz. Ah, krass, okay. Da muss ich mir mal anhören, wenn du das so gut findest. Tja, ja, so könntest du mal machen, einmal. So, dann mache ich jetzt mal eins. Ja. Coldplay, Parachutes. Du hast es nicht ernsthaft in dem Kopfkracher-Podcast Coldplay erwähnt? Doch. Für Alben, die rundum gelungen sind. Das war also das erste Album von dem. Coldplay. Ich kenne dieses Album nicht. Ja, das ist dein Problem. Ich habe ein extrem großes Vorurteil gegen Coldplay. Wer hat denn Coldplay? Ja, jetzt pass auf, das ist von 2000. Entschuldigung, ja, ich möchte jetzt auch nicht zu nahe treten, offensichtlich. Ja, okay, alles klar. Wer hört auf Pink Floyd, Entschuldigung, also das ist ja. Das ist das erste Album von denen gewesen. Da ist jeder Track, jedes Lied, jedes Stück gut. Hörst du dir an. Und dann kam das zweite Album, da war das noch für die Hälfte der Tracks. Galt das noch. Und dann kam das dritte Album, das habe ich gehört und dachte, oh, kein Lied mehr dabei. Und ich habe dann in jedes Album reingehört, was die rausgeholt haben. Ich habe mir jedes Mal gedacht, oh, kein Lied mehr dabei. Ich kenne mich mit Coldplay tatsächlich wenig aus. Kennst du dich mit Rammstein aus? Ja, mehr. Gibt es da eine Parallele? Auch bei Rammstein ist es so, dass das erste Album relativ progressiv ist. Herzeleid, ganz genau. Dass das noch nicht so poppig ist. Und dann schon mit dem zweiten Album Sehnsucht wurden die dann sehr, sehr poppig. Und dann gab es dann auf einmal nur noch Songs mit Strophe, Refrain und sehr, sehr einfachen Strukturen. Also sie haben dann einfach die Quintessenz von dem ersten Album genommen, was die sozusagen ausgezeichnete, und das in Popform gepackt. Und seitdem wurde es dann halt immer poppiger. Kann man das bei Coldplay auch sagen? Der Erfolg, also auch Coldplay ist ja nicht erfolgreich. Also die sind ja schon irgendwo in ihrer Geschichte irgendwie erfolgreich und so weiter. Ja. Deshalb, es gibt ja von Mackes den Song, der Misserfolg gibt mir Unrecht. Also bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt am Erfolg messen möchte. Aber
Ist das eine ähnliche, also siehst du da eine Parallele, dass du irgendwie sagen, also ich fand auch irgendwie Sehnsucht, ja, ist nett und auch das dritte Album war nett. nee, sehe ich gerade keine Parallele, weil Coldplay immer schon Poplieder gemacht haben, aber weiß ich nicht, warum das erste so gut ist. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Da müsste ich länger drüber nachdenken. Und bei Rammstein finde ich, ehrlich gesagt, das erste Album nicht so gut. Aha. Das zweite und dritte sehr gut. Das vierte auch noch. Und dann, ja, habe ich wieder lange gesucht. So, ja, danach also, ist overproduced. Ja, könnte man so sagen. Wobei ich das Deutschland-Feed wieder und mochte. Auch Radio danach, wenn du es kennst. Radio. Ja. Radio. Kennst du? Ja, ja. Ja, das finde ich richtig gut. Aber dann höre ich die ganze CD weiter und denke, boah, und wo kommen die nächsten guten Lieder? Also für mich immer, ne? Ich will die Künstler jetzt nicht anprangern. Gut. Nächstes Album, wo jeder Song richtig gut ist, bitte. Ach so, jetzt bin ich noch dabei. Muss ich noch. Ja, vielleicht hast du noch eins. Von Selig, das Album hier. Ach. Krass. Ist das nicht von 94 oder so? Ja, Jan Plewka und so. Da ist auch alles. Krass, okay. Alles richtig. Alles richtig gemacht. Sehr, sehr grungig. Meiner Meinung nach auch immer noch das beste Album von Selig. Genau, also da denke ich auch, alles stimmt. Alles hat seinen Platz. Jetzt überlege ich gerade, ich überlege gerade, welches Album von Queen das sein könnte. Ja, überleg ruhig. Und dann denke ich, dass es von Queen News of the World sein könnte. Nicht Made in Heaven. Guck an. Nein, ganz definitiv nicht Made in Heaven. News of the World, das fängt mit kenn ich gar nicht, muss aus den 70ern sein. Das ist, ja, genau, das müsste noch Ende der 70er sein, vielleicht 80 rum, aber genau, das ist, da sind einige von den großen Hits von denen drauf, also We Will Rock You oder direkt im Anschluss We Are the Champions, damit beginnt auch das Album gleich, aber die anderen Songs, die danach kommen, die sind auch alle gut bis sehr gut und vor allem gibt das Album auch eine Struktur her. Also es endet dann auch mit so einer Ballade und zwischendurch sind richtig krasse Songs, die irgendwie überhaupt keine Erwähnung mehr finden, finde ich jedenfalls. Aber okay, also Moment, Too Late. Too Late fand ich übelst gut, das ist auch auf dem Album drauf. It's too late, I'm coming now. Wie bitte? Too late. Dieses? It's late, it's late, it's late. Das war von mir ein Scherz. Okay. Das hätte ich verstanden mit dem Scherz, wenn du einen Satzgesang gemacht hättest. Ach so. Dann hätte ich gedacht, so, oh ja, okay, er möchte jetzt einfach nur Queen verarschen. Ich wollte dich verarschen. Queen verarschen. Ach gut. So, weil ich zu spät heute war? Ja, auch. Unter anderem. Auch. Okay. Hier, pass auf, jetzt kommt meins. Ja. Nirvana Unplugged in New York. Okay. Ja, ein Live-Album, mutig von dir, aber ich verstehe es, oder? Genau. Ich verstehe es. Mutig. Aber da ist auch jeder Song. Der einzige, bei dem ich denke, hier bricht es kurz ein, ist Polly. Aber ausgerechnet, ja, so ein guter Song. Ja, aber dann singt er da alleine und es ist so, kann er die Stimmung halten? Für mich nicht. Für mich bricht es kurz ein, aber dann ist wieder on the top. Hilft es dir dabei, dann auch das Ganze zu sehen? Oder ist es wirklich auch so, dass du nur das Video dann... Oh, das weiß ich nicht. Nur die Audios hörst. Ich habe das Album oft gehört, weil ich es wirklich richtig stark finde. Ich habe aber auch das Video dazu oft gesehen. Das kann ich gar nicht mehr richtig trennen. Ich sehe, also wenn ich es höre, sehe ich das immer, wie es aussieht. Und ansonsten fällt mir noch das Album ein, Groucho Running von Candy Hank. Das kennt wahrscheinlich auch niemand. Das ist ein sehr, sehr... Niemand kennt das. Also ich kenne es nicht. Ich weiß aber, wer es kennt. Ich, ja? Sabrina Sabrina. Ach. Sabrina Sabrina. Entschuldigung, das habe ich auch sag ich kurz in Schlesien. Die hat mal mit dem Typen zusammengearbeitet, der das irgendwie gemacht hat. Das ist ein sehr, sehr abstraktes Album, was mich sehr zum Lachen brachte, sage ich mal. Und da erzählt auch das gesamte Album eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Also Groucho Running von Candy Hank. Candy Hank. Es ist aber ein Musikalbum. Es ist ein Musikalbum, das dich zum Lachen bringt. Ja. Und zwar nicht wegen der Texte. Also und zwar nicht, weil ich denke, hier aber übelst lustiger Text, Comedy, irgendwas. Nein, wegen der Melodien, wegen der Arrangements. Wegen dem, was da musikalisch passiert. Das erinnert mich an Sommer von Peter Licht. Ja. Es bringt mich zum Lachen, was da passiert.
Halleluja, Sushi, Sushi, Bang, Bang. Ja. Ja, richtig, genau sowas. Also bei ihm ist es dann ja noch zusätzlich der Text und so weiter. Aber dass da irgendwie Dinge passieren, mit denen man einfach nicht rechnet, mit denen man einfach... Okay. Und es ist nicht so, dass es dann irgendwie Chaos ist, sondern es ergibt ja schon Sinn. Und wenn du das zum x-ten Mal hörst, dann ist es immer noch so, dass du dich freust, dass dieses Element da ist, dass du niemals selbst da reingepackt hättest. Aber das ist toll, dass es da ist. Ah, ich weiß, was du meinst. Hm. Ich verstehe. Hast du noch eins? Ich habe sonst noch ein letztes. Ja, dann schieß los. Was ist dein letztes? Also wir reden ja gerade nochmal über Alben, wo jeder Song gut ist. Also nicht die, ich mag die Band total gerne, aber die hat eben noch nie ein Album rausgebracht, wo jeder Song gut ist. Genau. Pass auf jetzt. Wichtige Band, wichtiges Album. Virginia jetzt. Ja. Und das Album ist Anfänger. Aha. Alter. Man muss dazu jeder wissen, Song. Fredanko hat eine große Affinität zu Virginia jetzt. Ah. Oh, eine meiner Lieblingsbands. Und hat sich aufgelöst. Ich hasse sie dafür. Ja, und du hast dir ja alle Maxis und alles von denen gekauft. Und dann kam irgendwann eine Maxi bei dir an, das weiß ich noch, da hast du es irgendwie ausgepackt und dann hast du mir irgendwie gesagt, ich kann es ja auch irgendwie nachvollziehen, ich habe ja auch von vielen Bands die Maxis und was weiß ich. Das und dass ich dann das einmal von der anderen Seite bei dir beobachten konnte. So, von der anderen Seite? Dass du ausgepackt hast und gesagt hast so, boah, jetzt habe ich hier aber auch noch den Radio-Edit oder so. So, also... Das ist aber die eine halbe Minute kürzere Version. Und ich denke, ja ich habe das dieses Gefühl, das habe ich bei Virginia jetzt wirklich gar nicht. Aber ich habe das halt bei anderen Bands und bei anderen Acts und so. Und du kannst es ja übertragen. Okay, gut, ich verstehe es so. Gut, ja. Das ist schön. Ja, ich weiß nur, dass ich das eingelegt habe dann, die CD, und habe die abgespielt hier in der Küche bei uns. Mhm. Und du hast es angehört, das müssen wir jetzt mal doch sagen. Ja, und ich habe es bis zu Ende angehört. Also wirklich ganz angehört. Ja. Ich habe auch nicht vorurteilig das Ganze abgelehnt oder so. Richtig, aber als der Song dann vorbei war, hast du nicht gesagt, oh, kann man das Lied nochmal hören? Das ist richtig. Ich habe auch nicht gesagt, das war der beste Song, den ich jemals gehört habe. Habe ich auch nicht gesagt. War ja auch nur eine B-Seite. Ja, aber das war schön, weil die haben nur 4 Alben rausgebracht, Virginia jetzt, und die hatte ich alle. Und irgendwann wollte ich dann auch mal hören, also ich wollte noch mehr hören, aber es gab ja nicht mehr. Mhm. Und was es gab, waren eben noch Singles und Maxis und irgendwelche B-Seiten. Und dann habe ich die auf sämtlichen Online-Portalen zusammengeklaubt und mir für wenig Geld gekauft. Und ständig klingelte dann hier die Post und brachte irgendwelche Maxis an, und zu dem Zeitpunkt warst du da, und es war so schön, wie oft es klingelte und wir uns dann diesen Spaß gemacht haben, wenn es klingelte, zu rufen, Virginia jetzt! Ja, stimmt. Das hat sich übrigens gleich gerufen. Ja, das hat sich lange noch gehalten. Manchmal rufe ich jetzt noch, wenn es klingelt, Virginia jetzt! Es kommt keine CD mehr an. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich alles von denen, alles. Mhm. Mir ist jetzt noch eingefallen, das wird jetzt also einfach auch, um dieses Niveau von dir ein bisschen zu halten vielleicht. Also du wirst es vielleicht auch trotzdem... Du machst dich drüber lustig, aber es ist eine gute Band gewesen. Ja. Bitte, du bist jetzt dran. Das erste Album von Blümchen. Ist das auch so ein bisschen dreckig, grungy? Ja, kann man sagen. Das ist auf jeden Fall nicht overproduced. Das ist relativ hardcore. Das ist das, was man wirklich als Happy Hardcore bezeichnen würde, glaube ich. So heißt das? Happy Hardcore? Nee, Happy Hardcore war ein Album von Scooter. Nein. Ach so. Ja, Entschuldigung, verwechselt. Wie hieß denn das von Blümchen? Das von Blümchen Herzfrequenz, und zwar Herz mit TZ geschrieben. Ah, klar. Ja, klar. Immerhin kleiner Gag. Genau. Ich weiß auch nicht, wer hinter diesem Album wirklich steckt. Aber es ist sehr, sehr kitschig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr rough, sehr wirklich dieses Hardcore-Ding. Und dieser Kontrast, der zeichnet es irgendwie aus. Ab dem zweiten Album wurde sie dann auch poppig, und mit dem dritten ist sie dann beim Disney Club aufgetreten. Das war dann das Ende praktisch. Ah. Aber so beim allerersten Album, da war unter anderem auch Herz an Herz drauf. Das kennt man ja so. Ja. Kleiner Satellit war auch da drauf. Und das sind Songs, die, finde ich, eigentlich überhaupt nicht radiotauglich sind. Dass sie es geworden sind, Hut ab, wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt, zu dem es veröffentlicht wurde, aber das wäre heute undenkbar. Das könntest du heute nicht bringen. Und der Rest dieser ganzen CD, das sind halt auch immer so die Texte. Und da denke ich halt, wenn Liebe politisch ist, also sorry, das ist, ja gut, also die Politik, die hinter diesen Liebesbotschaften steckt, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber musikalisch finde ich das sehr, sehr geil, was da passiert.
Ich bin überrascht und schockiert, dass du das so siehst. Und ich finde auch deine Aussage, um das Niveau mal zu halten, kritisch. Wenn Virginia jetzt Mozart oder so nehmen könnte, hätte ich gesagt, oh ja, ach, oh. Mozart. Ja, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen. Ja, okay, nee, also das... Blümchen. Okay, findest du denn da jeden Track gut oder gibt es da auch Hänger in dem Herzfrequenz-Album? Das, was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass es bei der Gold-Edition... ja, sprich weiter. Dass die da als Bonus-Tracks hinten drauf eine Orchesterversion von Herz in Herz gepackt haben. Und diese Orchesterversion, wow, die finde ich schwierig. Ja gut, aber das ist die Gold-Version. Wir nehmen mal die normale. Das gehört nicht zum eigentlichen Album. Das eigentliche Album, das war sehr, sehr gut. Das ist okay. Blümchen. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Blümchen. Du hast abwechselnd Blümchen und Rammstein gehört. Ich erinnere mich. Ja, damit habe ich einige Leute überfordert. Mhm. In einer Zeit, in einem Klassenverband, in dem eigentlich nur Kelly Family und Tokotronic gehört wurde. Ja. Apropos Tokotronic, ja, wo du die Brücke schlägst. Die Band kenne ich ja nur durch dich. Und wenn man meine so... Deine ablehnende Haltung? Ja, also damals, als irgendwie alle anderen Tokotronic gehört haben, habe ich ja nicht Tokotronic gehört. Da habe ich ja immer gesagt, das ist mir zu Depri. Okay, das weiß ich nicht. Die standen bei dir im Regal. Ich fand das Cover mit den Enten ganz süß und habe die dann eingeworfen. Und das erste Lied, was kam, war Gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam? Mhm. Und auch das ist ein Lied, bei dem ich sofort als Kind dachte, ja, stimmt eigentlich. Habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja. Warum? 100%ige Identifikation. Ich habe total. Und das denke ich auch heute noch oft. Und ich war total begeistert von diesem ersten Song. Mhm. Und der ist ja ein bisschen anders als dann, was im Rest kommt. Aber das, weil man eben damals CDs hatte, lief der Rest halt immer wieder durch. Und ich weiß noch, dass, um die Klammer zu schließen, Martin Olszewski damals zu Besuch war. Und ich habe einfach das Tokotronic-Album reingemacht. Und nach dem dritten oder vierten Lied hat er mich gefragt, können wir jetzt auch mal normale Musik hören? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er meint. Dachte, hä, wieso? Ja, du hattest das schon so oft gehört, dass es für dich normale Musik war. Völlig normal war. Und jetzt im Nachhinein merkte man dann, ach ja, klar, es war Tokotronic und Martin kannte die nicht. Mhm. Ja. Also bei Tokotronic war es wirklich so, dass ich die, ich glaube, so aus einer gewissen Trotzhaltung heraus einfach abgelehnt hatte, weil eben alle anderen die gehört hatten. Unverständlich. Und irgendwann habe ich mir dann, es ist egal, aber gekauft. Und das war ja das mit den Enten drauf und so weiter. Ja, ja, genau. Und ich fand es richtig gut, aber ich konnte es halt nicht zugeben. Ah, blöd. Ja, das ist Zwickmühle. Blöd. Genau, und dann später, dann als die Leute dann auch nicht mehr so auf Tokotronic standen und so weiter, da habe ich dann gedacht, wow, jetzt ist der Hype vorbei, geil. Jetzt kann ich mir die ganzen anderen Alben auch holen und dann kann ich mal darüber nachdenken, warum die das so gut gefunden haben. Oder auch nicht. Vielleicht kommt dann ja trotzdem noch so eine kritische Distanz da rein oder so. Aber ja. Genau, aber bei Es ist egal, aber das war, glaube ich, auch das erste Album, bei denen die dann gesagt haben, oh, das ist aber nicht mehr die Tokotronics, die ich kenne. Und da dachte ich, ja, aber ich find's eigentlich gut. So. Ich find's nicht gut. Ja, ich verstehe es. Keine Ahnung. Also ich glaube, diese Trotzdinger, die habe ich immer noch ein bisschen, aber die versuche ich zu überwinden. So, dass ich dann denke, ist mir egal, ob da jetzt gerade ein Hype drumherum ist oder nicht. So, gerade bei Billie Eilish zum Beispiel oder sowas, da denke ich halt auch, ja, die könnte man als Hype bezeichnen, aber sie macht halt auch echt gute Musik. So, also das ist so meine Wahrnehmung eigentlich einfach dessen. So. Ich kann das Spannungsfeld sehr gut nachvollziehen und denke mir dann immer, für den Künstler schade, das macht seine Musik macht es ja nicht schlechter oder besser, ob das jetzt viele Leute hören oder wenig. Mhm. Aber ich verstehe das auch. Wenn das so alle hören, dann denke ich, aha, ja, ein Unbehagen. Es bleibt dann, da muss man es heimlich hören auch, ein Stück weit. Da muss was und, wieso? Unter der Bettdecke. Weil sonst Leute kommen könnten, die mitsingen. Ja, und sagen, ey, hörst du das auch etwa? Nein, habe ich nicht gehört. Nein, ich höre gerade Blümchen und Rammstein. Mittlerweile kann man auch wieder Michael Jackson hören, ne? Oh ja. War ja ganz lange Zeit nicht möglich. Es gibt immer auch Leute, die Michael Jackson nicht mögen. Ich verstehe es nicht. Ich schon. Echt? Also, ich verstehe es, weil er polarisierte. Ja. Ich verstehe es auf Klassiker. Jeden Fall. Aber vielleicht habe ich Michael Jackson zu oft gehört, als dass ich... Ja. Okay, kommen wir nochmal auf einen gemeinsamen Nenner zurück. Ja? Eine Sache, die wir beide gut finden. Bitte? Musikalisch. Soll ich sagen? Ja, ich hoffe, du sagst jetzt dasselbe, was ich im Kopf habe. Lass mich, gib mir noch eine kleine... ich hab was. Okay. Gott.
Okay, wir sagen es bei drei? Okay, eins, zwei, drei. Die David Ärzte. Hasselhoff. Achso, ja, hast du auch David Hasselhoff gesagt? Ja, ich habe auch David Hasselhoff gesagt. Limonen. David Hasselhoff, du kennst ja nur die neuen Sachen von ihm. Ich habe mich da auch mal in die 80er-Jahre-Musik reingefuchst. Ach was, nein, nicht als dein Ernst. Natürlich, als er als Night Rocker unterwegs war. Ja. Weißt du jetzt überhaupt nicht, was daran so? Und dann hatte er so eine Lederjacke an, stand mit so einer Metal-E-Gitarre auf Kit, auf dem Kassettencover. Und da sind einige richtig gute Songs dabei. Also mit richtig gut meine ich völlig trashig, aber doch rockig. Ich nehme besonders gerne den Song First Night Together. Den finde ich jetzt noch gut. Der ist unglaublich trashig mit einer Frau zusammen. Es geht um deren First Night Together. Und der ist einfach, ich kann ihn gar nicht beschreiben, also so rockig und mit so Elementen aus den 80ern natürlich angefüttert, und dann meinen die das auch beide so ernst, was die singen. Ich kann das, also das ist, ich muss lachen und tanzen, wenn ich das höre. Ja. Das ist eine gute Kombination. Mir geht's genauso. Also tatsächlich habe ich bei David Hasselhoff auch ganz oft so diesen Impuls, die erste Minute findest du es witzig, dann kommt irgendwie so zweite, dritte Minute, bei der du denkst, ja, ist aber ein schöner Trash oder sowas, ne? Und dann schlagen ja viele seiner Songs irgendwie nochmal so vierte, fünfte Minute oder sowas. Da kommt dann nochmal irgendwie so, dann wird's auf einmal dramatisch. Und dann gibt's irgendwie irgendeine Wendung, mit der man nicht gerechnet hat. Und dann denkt er so, das ist immer noch sehr trashig. Und diese Wendungen sind auch sehr trashig. Und dann kurz am Ende dann noch diesen Halbton hochgehen, um dann irgendwie noch mehr Dramatik oder noch eine Steigerung reinzubringen und so. Ja, es ist auf jeden Fall das, was man so als Trash empfindet, vielleicht auf die Spitze. Ja, Moment, Gescher, Moment. Ganz kurz, David Hasselhoff ist, glaube ich, für uns beide ein Herzensprojekt. Aber was reimt sich eigentlich, wo wir gerade beim Thema sind, auf das Wort Sunshine? Da fällt mir nur eins ein. Ja? Funtime. Gut. Pass auf, machen wir gleich mit. Everybody Sunshine, everybody Funtime. Oh nein, er macht's auch noch. Weiß ich nicht. Irgendwas mit We are all together oder sowas, keine Ahnung. Okay, ich kann nur das Sunshine. Ich dachte so, ginge das dann irgendwie weiter. David Hasselhoff. Okay. Ja, wir können viel über diesen Mann reden. Oft unterschätzt, oft überschätzt. Ja. Das ist auch ein Mann mit vielen Facetten, muss man ja sagen. Ja, unbedingt. Ich finde übrigens, weißt du, vorhin hast du mich gescholten dafür, dass ich Coldplay und die Kopfkracher zusammen reingeworfen habe in einen Topf quasi. Obwohl beide mit K.O. anfangen. Wollte ich auch erstens das. Danke. Und du singst hier David Hasselhoff-Texte, während ich die Ärzte sage, das ist der erste Fauxpas. Und der zweite ist, dass du die Kelly Family und Tokotronic in einem Satz sagst. Das waren zwei unterschiedliche Lager. Ja, gut. Das war ja nicht so, dass das dieselben Menschen waren, sondern. Nur ich will mich gerade auch ein bisschen reinwaschen. Hallo. Ja, doch. So. Habe ich verstanden. Du machst aber die Lager. Sache mit den Ärzten, da habe ich auch drüber nachgedacht. Die Ärzte haben bestimmt irgendwie auch einen Einfluss auf die Kopfkracher. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Oh ja. Und trotzdem, bei den Ärzten, ja, ich steckte halt ein bisschen auch, ich kenne mich auch irgendwie mit der Geschichte der Ärzte aus, bla bla. Und weil so, du auch das überdimensionale Meerschweinchen gelesen hast. Ich habe ja nur die Beispiele. Ich habe nur die Bilder angeguckt. Ja, okay, gut, okay. Ich habe dann später auch noch diese ganzen Daten, die da hinten drin stehen, auswendig gelernt. okay. Aber das, was ich sagen wollte, ist zum Beispiel, da kann ich mich jetzt, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber da kann ich jetzt mich mit niemandem so richtig doll identifizieren. So bei Farin ist cool. Der ist der coolste von allen, dann kommt lange erstmal keiner. Und Rod ist, ich glaube so, wenn es darum ginge, mit wem möchte ich am liebsten befreundet sein, dann würde ich fast sagen Rod. Und wenn es darum ginge, mit wem bist du mal 3 Stunden lang im Fahrstuhl eingesperrt? 3 Stunden ohne Deo? Mit Deo, ist ein klimatisierter Fahrstuhl. Ach so, okay, alles klar. Und auch so ein geräumiger Fahrstuhl. Ja, genau, relativ aber geräumig. Halt 3-4 Quadratmeter groß. 3 Stunden auch nur dann auf der anderen Seite. Ich muss die Rahmenbedingungen klären. Ich glaube, es wäre Farin. Gut. 3 Stunden, das ginge mit Farin. Gut, okay.
sind wir jetzt wieder beieinander. Wir sind wieder beieinander. Passt es. Ich möchte zum Abschluss kommen und ich möchte noch einen Künstler reinwerfen, über den heute noch gar nicht gesprochen wurde. Aber der muss genannt werden in jedem Podcast. André Dürieu. Darf jetzt mal bitte, du bist doch hier der Vergeistigte, oder? Ich bin ja übelst vergeistigt. So, also jetzt André mal. Rieu, da geht man auch immer rein und denkt sich danach dann, was habe ich hier gerade, oder bist du noch nicht? Ach so. Ich wiederhole noch einmal, was ich gesagt habe. Es gibt einen Künstler, der hier zu wenig angesprochen wurde und bei dem du jetzt sagst, oi, 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 als die Musik lief, habe ich auch die eine oder andere Schnitte umgedreht. George Michael. Jetzt hör doch mal auf! So, Cat Stevens. Nee, sorry. Was heißt hier nee, sorry? Also ja, Cat Stevens, gute Musik, überhaupt kein Problem, aber da habe ich jetzt auch keine Schnittenassoziation. Keine Schnittenassoziation? Alle Schnitten haben das gehört damals. Also ich hier auch. In der Brennerpenne vielleicht. Ja. Also ich habe es gehört. Vielleicht. Bei mir im Elfenbeinturm. Ja, stimmt. In der ja, da hört man ja nur. Da haben Blümchen die dann immer diskutiert, aber so auf der Metaebene. Wie finden wir das jetzt eigentlich, dass der sich jetzt Yusuf Islam nennt und so? Also das war dann aber schon so total abgehoben. Sehr Metaebene. Ich rede ja von der Musik vom Künstler und ich weiß noch, dass ich sehr oft später dann vor allem, wenn ich im Vogtland war, habe ich oft wir hatten da ja die eigene Wohnung in dem anderen Haus und da war ich ja oft alleine oder eigentlich immer. Und da habe ich Cat Stevens voll aufgedreht und habe keinen gestört. Es war ja wieder Vogtland, ne, musst du wissen. Und man könnte in dieser Wohnung Cat Stevens so laut hören, wie man wollte. Das liegt aber auch daran, dass alle Leute, die da drumherum wohnten, für die war das ja praktisch die aktuelle Hitparade. Ja, gedacht. Oh, der Junge ist ja aber am Puls der Zeit. Da mitgesumpft. Ach, der Junge, der ist aber am Pilz der Zeit, ja. So, eher so, eher so. Ja, das Vogtland. Nein, aber da habe ich viel. Also, Cat Stevens, du vermischst schon wieder gerade zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Was denn jetzt? Cat Stevens und das Vogtland? Ja, ich habe das positiv gemeint. Du machst schon wieder so einen Schlenker rein. So. Dann bin ich wohl der Antagonist. Klammer geschlossen. Bam. So. Auf jeden Fall sollten wir das Vogtland noch mal ein bisschen vertiefen, denn das haben wir jetzt schon so oft angesprochen. Haben wir es wirklich schon oft angesprochen? Wir haben das schon zwei, dreimal. Immer wenn Sabrina ist, Sabrina. Und die war bislang fast immer ja, Thema bei uns. Die ja eigentlich, wo ist das Vogtland? Ist Plauen Vogtland? Plauen, oberer Bahnhof, ist sowas von Vogtland. Und der untere Bahnhof, ist der schon Bayern? Der untere Bahnhof ist unteres Vogtland. Okay. Nein, das ist auch Vogtland. Vielleicht sollten wir das nächste Mal einfach mal beschreiben, wo das Vogtland jetzt genau ist. Und was das so auszeichnet, historisch vielleicht auch. Wie man es wieder loswerden kann. Und wie man, genau, was man damit auch in 100 Jahren, wohin die Entwicklung gehen könnte. Jetzt mal optimistisch. Das Vogtland. Chancen und Grenzen eines geografischen Sonderstatuslandes. Chancen und Grenzen. Was? Das klingt sehr nach verbrettetem Kopf. So haben sie in der Uni immer geredet, wenn man ein Thema sich gesucht hat für eine Bachelorarbeit. Ach so, ja, so dieser Gedankenstrich und dann genau. Untertitel irgendwie. Chancen und Möglichkeiten. Aber bei so richtigen klassischen Uni-Arbeiten, da ist es dann doch eher so, dass du sagst, Chancen und Grenzen im Vogtland und dann kommt erst der Untertitel. Ja, das stimmt. Eine autobiografische Mitteilung. Erlebniserzählung. Der Kopfkracher. Von und mit. Ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, den Titel perfekt für die nächste Folge. Vogtland. Führt uns die Reise ins Vogtland. Ja. Die gedankliche. Dazu, genau, ja, wir nehmen euch alle mit allen Ecken und Kanten. Werden wir dann so ein bisschen, ist das so eine Reise? Eine abgerundete Reise. So eine abgerundete Reise, okay, so fast wie eine Kreuzfahrt. Genau. Aber ihr könnt alle mitkommen. Dann, ihr könnt vor allem auch ganz schnell wieder fliehen. Ist das richtig? Bitte? Dann spielst du jetzt noch einen Song? Ich spiele jetzt noch einen Song. Ich hatte ihn ja schon am Anfang angekündigt. Schließe die Klammer und sage, halte die Ohren fest. Es ist ein Diss-Track, ein harter Diss-Track, hast du gesagt? Ziemlich harter Diss-Track. Wir wünschen euch alles Gute für den August. Das ist auch ein schöner Monat. Es ist vor allem der musikalische Monat. Es ist der musikalischste Monat und genau das wird euch Franco jetzt auch zeigen. Vielen Dank, dass ich das übernehmen darf. Zepter ist in der Hand, Gitarre am Anschlag. Seiten gespannt. Let's go. Baum ruft der Bengel endlich an. Baum, 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 Baum. Baum ruft der Bengel endlich
Baum, Baum. Los, komm, ruf doch endlich an, Junge. Wann ruft der Bengel endlich? Wann ruft der Bengel endlich? Wann ruft der Bengel endlich an? Ruf an, Baby. Call me. Wann geht der Bengel endlich dran? Sag's mir. Wann geht der Bengel endlich dran? Verrat mir doch das Geheimnis. Wann geht der Bengel? Sag die Antwort. Wann geht der Bengel? Sag die Lösung. Wann geht der Bengel endlich dran? Nimm bitte den Hörer ab. Feinde, wir sind jetzt Feinde. Wir zwei sind verfeindet. Selbst in der Gemeinde. Wir zwei sind verfeindet. Wir sind jetzt Feinde. Wir zwei sind verfeindet. Selbst in der Gemeinde. Du bist raus. Ich mach dich fertig. Oh oh. Applaus. Applaus.